Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, was ich irgendwie auch schon mal indirekt so ein bisschen angekündigt habe. Und zwar geht es heute um Folgendes. Es läuft ja zurzeit auf diesem Kanal im Grunde als laufendes Projekt nur Cuphead und nebenbei gar nichts. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn mit Cuphead ist das auf diesem Kanal bisher 99. Projekt am Laufen und ja, 99 heißt natürlich, dass das nächste Projekt das 100. ist. Yay! Und irgendwie dachte ich mir, zum 100. Projekt kann man doch irgendwie mal was anderes machen, was Neues probieren, irgendwie Interaktion schaffen. Etwas, was vielleicht noch nicht so viele gemacht haben. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal meine Spieleliste nehme und ja, ich habe eine Liste, eine komplette Liste hier in einer Folie und sonst was alles, die ich mir mal ausgedruckt habe. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ihr entscheiden könnt, welches Spiel gespielt wird. Egal welches Spiel in dieser Liste ist. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Ihr wollt mich in Dark Souls fehlen sehen. Alles klar. Ihr wollt sehen, wie ich eine Welt in City Skylines aufbaue. Ihr wollt sehen, wie ich in Anno die Szenen mache. Ihr wollt sehen, wie ich irgendwie 10 Parts lang Tetris spiele. Es wäre mir im Endeffekt vollkommen egal, welches Spiel gespielt wird. Ich mache sogar Morhun. Also wenn ihr, ich habe da irgendwie so eine Morhun-Collection in der Liste. Wenn ihr euch Morhun aussucht, dann spiele ich Morhun für euch. Das ist mir vollkommen egal. Irgendwas werde ich schon draus machen. Auf jeden Fall möchte ich halt, dass ihr das Spiel aussucht. Und zwar geht das folgendermaßen. Ich habe die Liste sowohl hier unten verlinkt, vielleicht kann ich die auch hier in dieses komische i, das müsste ja jetzt hier sein, wenn nicht, dann ist es auf der Seite. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wie es im Endeffekt laufen wird, weil da mein Bildschirm, den ich da habe, da ist das alles halt umgekehrt von dem. Also hier müsste es theoretisch sein, glaube ich. Egal, in der Beschreibung ist es auch drin, über Twitter, über Facebook, ich werde es überall teilen, wo ich es halt teilen kann, außer Instagram, da mache ich nichts. Und zwar werde ich diese Liste für euch öffentlich machen, ihr könnt darin nicht rumkritzeln oder irgendwas. Und zwar möchte ich einfach nur, dass ihr mit eben irgendwie einem Satz wie irgendwie meine Wahl, mein Vote geht für oder irgendwie sowas sagt, damit ich sehe, okay, es geht um die Wahl für das 100. Projekt, genau. Das 100. Projekt ist Doppelpunkt. Damit fangt ihr an. Oder ihr schreibt Hashtag Failordprojekt 100 oder so mit dazu, damit ich das halt mir ansehen kann. Irgendwie so in die Richtung. Oder ihr kommentiert einfach unter diesem Video. Das ist am einfachsten. Ihr könnt aber auch über andere Social Medias machen. Mir egal. Jeder von euch hat 3 Stimmen. Ihr schreibt die bitte am besten mit erstens, zweitens und drittens, damit ich weiß, okay, erster Platz für euch ist das Spiel, zweiter Platz ist das Spiel, dritter Platz ist das Spiel. Und zwar hat jeder von euch 3 Votes. Der erste Vote, also Platz Nummer 1 von euch, bekommt 3 Punkte, der zweite 2 Punkte und der letzte 1 Punkt. Und das Spiel, was am Ende mit den meisten Punkten bei rauskommt, das werde ich spielen, das werde ich machen. Das ist euer Wunschprojekt und das werde ich für euch spielen. Je nachdem, was es für ein Spiel ist, werde ich gucken, was ich damit mache, wie ich das Ganze mache. Aber ich werde mir irgendwie was ausdenken, also glaubt mir, da werde ich schon Arbeit reinstecken, also das Projekt möchte ich, das ist das für euch, das kriegt ihr, das könnt ihr auswählen, da habe ich kein Mitspracherecht, selbst wenn es ein Spiel ist, was ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe zu spielen, ich werde es machen. Und das Spiel, was wie gesagt am Ende dann mit den meisten Punkten bei rauskommt, das ist der Sieger. Ihr habt Zeit bis zum 16. November. Der 16. November ist die Deadline, ihr habt dann circa 3 Wochen Zeit, halt so viel zu voten, wie ihr könnt, wie ihr wollt sozusagen, also eure Votes zu geben. Und natürlich, ihr könnt auch irgendwie eure Freunde überreden, dass sie auch damit voten und so. Also dieses Video am besten so viel teilen, wie es geht. Denn ich möchte viele verschiedene Spiele drin haben. Ich möchte viele verschiedene Meinungen drin haben, so ein bisschen. Also ich möchte wirklich, dass hier ordentlich gewotet wird und dass irgendwas Verrücktes bei rauskommt. Wie gesagt, ihr könnt mir da reinschreiben, was ihr wollt. Ob es ein Spiel ist, was ich schon mal gemacht habe, wie, keine Ahnung, Banjo-Kazooie oder Bioshock 1 oder irgendwas. Dann werde ich mir irgendwas dafür ausdenken, dass es halt anders ist. Es ist mir egal. Also, ich werde jedes Spiel spielen. Ich werde jedes Spiel auf meiner Liste spielen. Von mir aus kann es auch Undertale sein, wenn ihr das von mir sehen wollt. Von mir aus kann es Life is Strange sein, wenn ihr das sehen wollt. Ganz egal. Hauptsache, es ist auf der Liste drauf. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr Spiele hinschreibt, die nicht auf der Liste sind, werden die komplett ignoriert. Ich kaufe mir kein neues Spiel. Okay? Ich kaufe mir kein neues Spiel. Es geht um die Spiele, die auf der Liste sind. Das sind derzeitig 784 Spiele. Ich glaube, in der Liste, in der digitalen, stehen nur 783 Spiele oder so.
Ich weiß auch nicht, was da runtergefallen ist. Ich habe das schon 30.000 Mal gecheckt, aber ich habe nicht das gefunden, was fehlt, um ehrlich zu sein. Egal. Nochmal zusammengefasst. Ihr könnt wählen. Jeder hat 3 Stimmen. Die erste Stimme kriegt 3, die zweite 2, die erste 1 oder die letzte 1. Der Freitag, 16. November, ist die Deadline, damit ich dann an dem Wochenende vom 16. November aufnehmen kann. Und ja, ich weiß, da wird zwischenzeitlich jetzt ein bisschen Leerlauf hier auf dem Kanal sein, aber ich brauche ein bisschen Pause. Ich muss derzeit mich so ein bisschen in mein Betriebspraktikum, mein Pflichtpraktikum einfinden und das nimmt mir doch schon ziemlich viel Energie. Deswegen, also bis ich mich da eingependelt habe und so, wird ein bisschen Zeit vergehen und da brauche ich einfach ein bisschen Zeit für mich und die nehme ich mir auch. Genau. Ich kann auch dazu sagen, einige Spiele habe ich schon mit dem Captain zusammen noch aufgenommen. Wir haben schon 2 Projekte fertig gemacht und das dritte Projekt, das ist auch noch, also nach Cuphead, das ist auch jetzt schon in Planung. Theoretisch hätten wir heute aufgenommen, aber heute hat der Captain keine Zeit. Egal, wir sind sowieso so weit im Vorlauf, das werdet ihr dann sehen. Also das nächste Projekt mit dem Captain wird dann eine Woche später starten als das 100. Projekt, damit das 100. Projekt auch so ein bisschen Zeit zum Atmen hat, so ein bisschen, um sich zu etablieren. So wird es dann im Endeffekt in der Zukunft aussehen. Genau. Ich kann noch dazu sagen, am Mittwoch ist angeplant, einen Halloween-Stream zu machen. Mittwoch? Dienstag? Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch? Mittwoch, 31. Oktober. Ist angeplant, dass das Failscott wieder einen Livestream macht. Das heißt, ihr könnt auch auf meinen Livestream-Kanal gucken. Huch. Wie gesagt, Votes werden entgegengenommen unter diesem Video als Social-Media-Post bei Twitter oder Facebook. Ihr könnt mir auch, wenn ihr in meiner Freundesliste steht, eine DM schreiben oder so oder sowas. Von dem her, das wäre mir auch im Endeffekt egal. Aber auf jeden Fall möchte ich einfach, dass hier gewotet wird und dass das Spiel eben von euch ausgesucht wird. So, jetzt habe ich irgendwie alles 10.000 Mal gesagt. Ich hoffe, das ist jetzt alles verständlich gewesen. Und an der Stelle würde ich mich dann verabschieden und sage, viel Spaß beim Voten und ich hoffe, dass irgendwas Cooles bei rauskommt. Also ich bin schon sehr gespannt, muss ich zugeben. Ja, das wird lustig, denke ich mir. Aber an der Stelle sage ich dann erstmal Dankeschön fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge von Cuphead. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.